Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer mit der Schlacht hier von Cassian gegen Gerhard Dretzmann. Wir müssen uns verteidigen und haben eigentlich keine so gute Kräfteverhältnisanzeige hier. Die Einheiten sind sehr viele Fernkämpfer, wir haben relativ viele Nahkämpfer und die haben Fernkampfkavallerie, die uns ganz schön auf den Sack gehen kann. Wir hoffen, hoffentlich werden die Reiter hier uns gute Arbeit leisten. Wir können mal das Gebiet auskundschaften, was wir für eine Karte haben. Vielleicht können wir uns auch wunderbar verteidigen auf dieser. Mal sehen, ob da was bei rumkommt. Scheinbar nicht. Vielleicht jetzt. Ja, scheint irgendwie nicht ganz so zu funktionieren, wie ich das wollen würde. Ist natürlich ein bisschen problematisch. Ah, doch, jetzt hier. Wo sind wir? Oh, wir können uns hier perfekt auf dem Berg positionieren, wenn das unsere Aufstellung ist, dann können wir uns hier runterschießen. Dann haben sie auf jeden Fall ein großes Problem, wenn sie hochkommen. Perfekt. Wir haben leider keine großen Bogenschützeneinheiten. Wir haben hier die, wir haben 160er Reichweite, die haben auch 160er Reichweite. Das ist ein bisschen problematisch. Wir können also nicht die wegsnipen vom Hill. Aber ist auch egal. Wir führen das Geflecht. Wir führen das Geflecht von Einheiten an. Wir führen das Gefecht und kriegen hoffentlich eine gute Statistik bei rum. Die haben noch volle Einheiten. Unsere Einheiten sind tatsächlich schon ein bisschen angeschlagen. Also wir müssen da gut punktuelle Angriffe starten, damit die auch wirklich funktionieren. Wir müssen versuchen, mit der Kavallerie die Bogenschützen oder die Armbrustschützen auszuschalten. Währenddessen mit unseren Speerträgern versuchen, die feindliche schwere Kavallerie zu binden, damit wir auf jeden Fall keine Nahkampfkavallerie mehr irgendwie rumlaufen haben. Dann müssen wir uns irgendwie auf die Fernkampfkavallerie konzentrieren. Also es ist machbar. Kommt drauf an, wie stark unser Held ist. Kommt drauf an, wie stark der gegnerische Held ist, beziehungsweise der General. Und kommt drauf an, wie sich das alles so verhält. Also ich glaube, es ist machbar. Mal sehen, was bei rumkommt. Wir haben ja bisher nur gegen Fraktionen gekämpft, die tatsächlich deutlich schwächere Einheiten hatten als wir. Und jetzt haben wir ungefähr gleich starke, beziehungsweise von der Qualität her, ungefähr gleich qualitative Einheiten, auch Menschen und mit den gleichen Fähigkeiten wie wir sozusagen. Mal sehen, was passiert. Mal sehen. Ich bin gespannt. Bordeleau kümmert sich auf jeden Fall jetzt größer als vorher um die Instandhaltung ihres Reiches. Es regnet zudem noch. Und so hoch, wie ich dachte, ist der Hügel gar nicht. Das ist ein bisschen problematisch. Aber wir kümmern uns mal, so gut es geht, hier drum. Die Bauern brauchen wir jetzt nicht unbedingt hier. Die Archers sind auch am Start hier. Dann bei Anner. Ist halt trotzdem noch eine relativ kleine Armee. Und die hier irgendwie in den Wald punzen. Ja, dann sind sie versteckt, oder? Furtaufstellung, sind die versteckt? Wälder reduzieren die Geschwindigkeit. Warte mal, was steht da? Und Kampfeffizienz. Und gestatten manchen Einheiten, sich zu verstecken. Wahrscheinlich. Meine Bogenschützen können sich da leider nicht drin verstecken. Was ist das denn für Blödsinn? Das ist ja blöd. Schade, dann müssen wir die hier auf jeden Fall hinten hinstellen. Wir wollen die nicht so direkt verlieren, aber wir wollen auch nicht direkt irgendwie großartig aus Maul bekommen. Die konnten sich doch hier eben verstecken. Oder hatte ich andere Einheiten hier reingestellt? Da sind sie jetzt versteckt. Hier auch. Da nicht. Vielleicht können sie sich hier drin verstecken. Können sich doch verstecken. Aber es bringt uns nicht so viel, die da zu verstecken, weil die dann nicht bei unseren Einheiten rumpimmeln. Ach komm. Stellen wir sie hinter unsere Einheiten oder neben unsere Einheiten. Die fahrenden Ritter brauchen wir auf jeden Fall. Da müssen wir uns auf jeden Fall gleich beeilen. Und die Einheiten ein bisschen weiter nach vorne schicken. Gefecht starten und Päuschen direkt. Hallo. So. Das wird, glaube ich, ziemlich knapp mit der Geschwindigkeit hier.
aber egal. Oh, wir hätten uns alle hier positionieren sollen. Ach, verdammt, und uns hier oben. Ha! Das wäre ein Fest geworden. Verdammt. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen gerade? Ist auch egal jetzt. Das hier dürfte die schwere Kavallerie sein. Ne, das ist die Geschosskavallerie. Berittene Feinde greifen ab. Achtet gut auf eure verletzlichen Einheiten. Mounted Yeoman! Ready, ready, sir! Get them moving! Right! Knights, the ants! Oh, die können uns treffen. Ready to fire! Hold sir, steady! Battle, so, die Seite wird hier. Oh, Päuschen, wir haben irgendwie hier zu viel Information drin. Der komische Helfer bringt uns jetzt gerade nicht viel. Allerdings sollten wir versuchen, jetzt schon mal hier ranzugehen und eventuell den schon aufs Maul zu hauen. Wenn die hier tatsächlich fliehen, glaube ich. Ja, die fliehen. Können wir mal auf die noch schießen. So wird sich jetzt zeigen, was hier passiert. Also hier. Der Kommandant wird angegriffen. Päuschen! Jetzt fighten wir hier tatsächlich. Wo ist denn der feindliche Kommandant? Der ist hier. Die haben schon einige Einheiten verloren. Sind unsere Einheiten nicht eigentlich sehr müde? Ach, weil die wahrscheinlich auf der Marschfunktion waren. Ah, deswegen hat er uns auch angegriffen. Das heißt, wir haben eine ungünstige Einheit übernommen. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich ungünstig. Hohe Bedrohung. Niedrige Bedrohung. Die sind alle in hoher Bedrohungslage gerade. Deswegen muss ich die Bogenschützen zurückziehen. Unsere leichten Reiter. Das sind unsere leichten Reiter. Oh oh. Mounts ready. Take them down. Holman, as you say. Müssen aufpassen, dass wir hier nicht hart aufs Maul bekommen. Bogenschützen hier halten deutlich länger als gedacht. Aber es sieht ganz gut aus. Wir müssen halt einfach nur die Bogenschützen jetzt ausschalten.
Und da sind die anderen Bogenschützen. Ansonsten fighten hier die Einheiten Brave. Oh oh. Wir gönnen uns den General, hoffentlich. Das Einzige, was wirklich gefährlich ist, ist die Einheit hier. Versuchen wir die jetzt noch rauszubrechen hier. Das kriegen wir tatsächlich auch hin. Die Einheit noch weggepunzt. Da sieht das einigermaßen gut aus hier. Der General kämpft die ganze Zeit gar nicht. Was soll denn das? Jawohl, der Sieg ist unser. Wir kriegen sie. Eine gute Aktion. Wir haben sehr viele Leute tatsächlich geschafft. Der General muss auch noch sterben, aber sonst... Beziehungsweise verwundet werden. Die werden ja hier nur verwundet und sterben ja nicht. Ein paar Pfeile noch fliegen, bitte. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mounted and ready. Jawohl, den General noch geschafft hier. Klasse. Die verfolgen tatsächlich noch die hier. Haben wir es doch geschafft, die Einheiten hier zu killen. Die Bauern sind sogar noch da. They abandon us, jawohl. Nö, eigentlich nicht, aber naja, was auch immer. Ich weiß gerade nicht so, was abgeht. So, jetzt können wir hoffentlich noch die. Wir kümmern uns jetzt noch ein bisschen, aber wir spulen mal vor, das macht sonst keinen Sinn hier. Sich wirklich das alles anzutun hier. Muss sie da noch aufräumen. Einer hat die Munition aufgebraucht. Schockschwere Not. Mein Eheweib ist tot. Ne, aber wir haben gar nicht so viele Verluste eingefahren, das ist ganz nice. Wir haben sehr viele Einheiten jetzt von denen tatsächlich zerstört. Sagen wir es so, wie es ist. Wir können eigentlich auch das Gefecht beenden. Wir beenden das Gefecht mit gutem Mute und mit froher Botschaft. Denn es war ein knapper Sieg, der uns aber viel Ehre einbringen dürfte. Wir haben 700 Mann aufgestellt, der Gegner 500. Wir haben 157 verloren. Der Gegner 415. 150 zu 560. Beute haben wir auch noch erhalten. Männer gehören zu unserem Volk an. Wenn sie bereit sind, für ihre Übertretung Buße zu tun, sollen wir unsere Reihen aufnehmen. Wir können tatsächlich unsere Einheiten heilen lassen dadurch. Protector of the realm.
sind im Marsch, in der Marschstellung, aber der General ist hier, der ist ein Level aufgestiegen, das sah aber so aus, als wäre der drei Level aufgestiegen irgendwie. Was hat der denn hier jetzt? Gebühren, Rekrutierungskosten, Armee des Kommandanten, Einkommen aus allen Gebäuden in der lokalen Region, das klingt auch nice. Jetzt können wir uns aber erstmal anschauen, nachdem ich dran denke, dass wir hier die Bauernhorde rauskicken. Jawohl. Können wir uns mal angucken, was Pavaron hier überhaupt so hat. Die haben eine Waffenkammer. Sehr schön. Die haben einen königlichen Stall. Die haben hier die königliche Kaserne. Die haben die Steinmetzwerkstatt. Also quasi alles so auf volle Power hier. Tatsächlich hier das alles am Start. Honor before glory. Honor before glory. Das heißt, theoretisch kann man tolle Einheiten ausbilden hier. Hier die ganzen, die Ritter des Königs und die fahrenden Ritter. Die kosten 158. Was kosten eigentlich die bei denen? Kosten 225. Ich dachte, unser Alberic hätte eine spezielle Fähigkeit, dass die nicht mehr so viel kosten. Let us see his Fähigkeiten. Unterhalt stark reduziert für fahrende Ritter und Ritter des Königs und Pegasus-Ritter. Naja, stark reduziert. 225. Blessings of the Lady be upon you. Kosten auch 225. Armored in faith. Was redet ihr hier für Bullshit? Der kostet genauso viel hier. Der Bums. Blessings of the Lady be upon you. Das heißt, theoretisch kann man auf dieser Seite... Valiant Lord. Einheiten rausschmeißen aus der Armee, weil wir ja noch viel zu viel haben. Wir haben die zwar gerade ausgebildet, aber das ist jetzt nicht so, soweit nicht so schlimm. Kicken wir die leichte Kavallerie raus. Zack, jetzt sind wir wieder auf 20. Was erforschen wir? Wir erforschen das Wappen von Bastogne. Das ist richtig so. I'll ignore that. My reputation precedes me. Armored in faith. Very well, I go. Attack! Attack. Wir kriegen noch die Dings als Unterstützung. Das machen wir automatisch hier einmal. Boots. Entscheidender Sieg. Beute erhalten. Nochmal 600. Diesmal bringen wir die um. Gloria. Im Kampf getötet, Anhänger erhalten, einer der ja, super, 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 super. Blessings of the Lady be upon you. Klasse Aktion hier. Das heißt, unser Reich ist jetzt größer. Wir haben unsere ganzen Kosten wieder reingekriegt und die ganzen Ausgaben hier quasi. Jetzt fehlt uns nur noch Bastogne, die wir jetzt gerade erforschen. Und dann fehlt uns nur noch das große Britonia. Carcassonne gehört auch dazu. Können wir das auch noch erforschen? Ja, danach können wir Carcassonne auch noch übernehmen. Aber erstmal das. Das freut mich auf jeden Fall gerade richtig, dass das funktioniert. Das beides ist noch Carcassonne. Wie sieht denn das aus mit der Gesinnung? Die sind 105, 83 und 99. Bastogne verschlechtert sich. Warum verschlechtert sich? Ach, weil wir eine große Macht sind. Naja, gut. Aber wir kriegen ja nochmal 100 drauf, wenn wir mit denen das komische Dings... den Dingspakt machen. Welcome, friends. Let's hope. I serve the Lady of the Lake. Do you wish the lady? Sie missbilligen alle, dass wir eine große Macht sind. Der Rest, oder dem Rest ist es eigentlich scheißegal, was wir sind. Wir sind einfach nur blöd für die. Das ist doch ganz nice. Ich freue mich, dass wir das hier so fein hingekriegt haben, wa? Guardian. Das heißt, er gümmelt hier im Mussillon noch rum. Ready to serve. The lady. Ich muss mir ihn mal rüberschicken, weil wir die Korruption hier nicht mehr haben wollen. Minus 1. Honor and duty. Richtig so. True Knight of Bretonia.
Das ist unser Ziel. Da marschieren wir hin. Mit der Armee. Was haben wir denn hier? Questritter. Alter Schwede. 870. Was ist denn an... Die sind rüstungsdurchdringend gegen Infanterie an... Aber 870? Ah. Wirkt aber noch nicht über Questgelübde, was die, den Unterhalt dieser Einheit sehr hoch macht. Ach, wahrscheinlich hat der hier auch das Questgelübde drin, ne? Oder das... Ja, das Rittergelübde. Deswegen kosten die genauso viel für den. Das bedeutet aber, wir können ja hart geile Truppen ausbilden. Zumindest was die Kavallerie angeht. Halt die Questritter. Wir sind halt hart teuer noch. Aber überleg mal. Waffenstärke. Die haben zwar nicht so einen heftigen Angriffsbonus, aber die haben noch... Die sind halt einfach rüstungsdurchdringend, haben noch ein bisschen mehr Leben. Mehr Nahkampfabwehr, mehr Nahkampfangriff. Mehr Waffenstärke, aber halt weniger Angriffsbonus. Ist natürlich ein bisschen traurig, aber... Ich meine, hallo? Rüstungsdurchdringend. Ja, ein paar Waffen, was ist... Chilfroy. Gib dem mal die Waffe da ab, den Talisman. Verzaubertes Objekt haben wir nicht. Rüstung des Glücks. Rüstung, physische Resistenz, Rettungszauber. Gut. Das ist okay so. Der andere wiederum kriegt den anderen Dings, weil dann hat er mehr Magieresistenz. Das finde ich gut. So. Den können wir theoretisch noch was dazu packen, aber gerade nicht. Das heißt, wir holen uns dann wahrscheinlich erstmal das Questgelübde. Und das Gralsgelübde ist dann wahrscheinlich, also die Gralsritter sind dann ja wahrscheinlich noch heftigerer Natur. Die haben wir hier aber noch nicht freigeschaltet. Das ist ja schon nicht verkehrt. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, hat er ja das auch. Er hat auch das Rittergelübde. Die haben alle das Rittergelübde von Anfang an. Das ist ja schon mal eine beruhigende Tatsache, dass dem tatsächlich so ist. Das Imperium möchte ein Schutzbündnis annehmen. Natürlich, wir schützen uns gerne mit dem Dings hier. Friedensabkommen möchten die plötzlich haben. Nehmen wir ab. Abgelehnt, mein Freund. Abgelehnt. Jetzt kommt der, bringt wahrscheinlich unsere Superpauke um. Hallo, Heldenaktiv. Mein Fürst. Eine feindliche Macht hat einen... Halt's Maul. des Imperiums, der Fraktion versucht, die Armee von Alberic de Borlaux... Vergeigt. Zufriedene Bevölkerung. Noble. Ja. Bringt halt nicht so viel. Ah, pardon, da musste ich gerade niesen. Das habe ich aber hoffentlich rausgeschnitten im Nachhinein. Ansonsten hört ihr gerne meinen schönen Nieser da am Start. Aber ja, ansonsten war der schon ganz gut dabei gerade. Der ist noch ein Level aufgestiegen. Dann holen wir uns doch... Holen wir uns doch nochmal den 10. Oder wir holen uns tatsächlich das Schlachtross. Mit Rossharnisch. Eigentlich müssen wir mit beiden Armeen nämlich losmarschieren. In faith.
taking my leave. Sallying forth! Honor before glory. Blessings of the lady. Wir marschieren jetzt gemeinsam los gegen Bilbali. Bilbali. Wahrscheinlich sind die anderen Ländereien hier noch an der Küste verteilt. Die kommen aber dann nicht so einfach über die Hügel rüber. Das heißt, wir können uns das nach und nach einnehmen, hier die Leute dicht machen, beziehungsweise die Wege dicht machen und dementsprechend halt alles gemütlich haben hier. Service, is its own reward. So. Charaktere aus Mose, lokale Bevölkerung. Wir versuchen uns gerade ein bisschen nach oben zu bewegen. Unsere normale Dings. So, hier ist der Steuersatz drin, da ist der Steuersatz drin, hier ist der Steuersatz auch drin. Gute Sache. Dann marschieren wir nochmal eine Runde weiter. Und in der Runde marschieren wir dann auch noch weiter. Bordolo, was möchten die? Wer ist das? Estalia. Nö. Ihr kriegt jetzt meinen gesamten Zorn zu spüren. Wahrscheinlich bringen die jetzt irgendeinen davon um. Oder nerven einen. Eigenschaft erhalten. Ritterleichtigkeit minus 20. Was? Zögerer, etwas zu denken. Ist doch egal jetzt hier. Unzufriedene Bevölkerung. Gib es doch nicht. Kann die denn zufrieden und unzufrieden gleichzeitig sein? Noch kriegen wir überall hier das Zufriedenheit dazu, das ist ganz gut. My strength and wisdom are yours. Do you know who I am? Going forth. Do you know who I am? Protector of the realm. Attack. Das dauert wie viele Runden? Ich kann das durch den Nebel gar nicht sehen. Hier 1 2 3 4 Runden. Den dauert es 2 Runden, theoretisch. Welche Stadt ist das? Bilbali. Können wir allerdings noch gar nicht sehen. Doch, wir sehen, dass da 6 Einheiten drin sind, auf jeden Fall. Den müssen wir aber auch nicht sehen. Wir haben ja dann eine deutlich größere Armee. Und hoffentlich eine auch besser ausgerüstete Armee als sie. Selbst Bordolo hat gar nicht so eine geile Armee drin. Aber das ändert sich ja vielleicht. Nee, so richtig ändern tun sich das auch nicht. Das ist ungünstig. Was? 7200 kostet das höchste Gebäude? Ja, ja, guten Tag. Das dauert ja gar. Es wird gar nicht lange dauern, bis wir das eingenommen haben. Aber egal. Mal sehen, wie viel sie uns jetzt zahlen. Sie wollten eben 300, danach wollten sie uns. Was ist das hier denn jetzt hier? Die greifen jetzt halt Carcassonne an und wir sind direkt an der Grenze. Das bedeutet, die werden uns dann auch angreifen, wenn wir in dem Krieg sind. Ich meine, ich bin mit einem davon ja schon im Krieg, ne? Ich meine, ich könnte Carcassonne auch ablehnen und später einnehmen einfach nur. Aber das finden die anderen wahrscheinlich auch nicht cool. Ach. Herrje, herrje, hier, da, Bastogne mit Dings, die finden ich sehe gar kein Abkommen mit Dings, es verschlechtert sich aber die ganze Zeit, ich sehe aber kein Bonus für das Abkommen mit Carcassonne.
Abkommen mit Carcassonne 66 dauert natürlich. Das ist natürlich ein herber Verlust, wenn wir da was verlieren. Außerdem würden unsere Einheiten ja wegfallen dann. Wir haben einen militärischen Zugang, wir haben ein Bündnis. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich habe auch keinen Bock, hier gegen die Waldelben oder Waldelfen zu kämpfen. Wir lösen das Bündnis auf. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hier auf der Karte. Ach doch, jetzt. Jetzt würde ich zeigen. Nee. Also, Carcassonne findet uns jetzt natürlich nicht so nice. Dadurch. Aber ist jetzt nun mal so. Wir haben dafür jetzt keinen Krieg mit denen hier. Es verbessert sich dadurch gerade ein bisschen bei denen. Dementsprechend können wir vielleicht mit den der ewigen Eiche hier, wo sind denn die? Mit wem sind wir im Krieg? Mit den Waldelfen? Warum haben die uns jetzt trotzdem den Krieg erklärt? Toll, super. Jetzt habe ich mein Nee, da. Okay, die sind tatsächlich gegen uns, aber die anderen nicht. Ob ich so viel Angst vor dem habe, weiß ich nicht. Ich habe die Einheiten von denen halt noch nie gesehen. Vielleicht sind das die übelsten Ficker. Und die punsen uns dann richtig weg, wenn wir dann gegen mucken. Apropos wegpunsen, wir werden jetzt diesen Part auch wegpunsen. Und ich würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.